Okay, dann werde ich das Video jetzt einmal starten. Ich werde in dem Moment, also das ist ja kein sehr langes Video, selber mal darauf reagieren. Das ist für mich nach wie vor immer noch komisch, das zu sehen, weil ich dadurch halt, dass ich währenddessen nicht bei Bewusstsein bin, meine Anfälle ja auch selber nicht miterlebe und ich auch noch keinen gesehen habe. Fangen wir mal an. Ja. Also wie man da recht gut erkennen kann, die Arme sind halt noch sehr stark verkrampft und der Kopf zeigt von mir aus gesehen in die rechte Richtung, hier auch die Augen. Und man kann das jetzt bei dem Standbild an meiner Lippe und auch unterhalb des Kinns auf dem Pullover noch ein bisschen erkennen. Also was bei den großen Anfällen auch häufig passiert, halt durch das Krampfen mit der Zunge, das ist ja auch ein Muskel, entsteht schon mal ein gewisser Schaum im Mund, der mir da auch rausgelaufen ist. Das ist bei epileptischen Anfällen gar nicht untypisch. Ich glaube, der Tim hat da mit einem Taschentuch schon einiges von abgewischt. Ja, halt nur einzig und allein schon daran halt, wo sich der Kopf hindreht, konnte meine Neurologin in etwa so einschätzen, welcher Teil meines Gehirns diese Anfälle halt auslöst.